Super cool. Einer von den besten Soundtracks, die es gibt. Top Gun, nicht der beste Film, aber auf jeden Fall mal sehenswert. Auch sehenswert bzw. losenswert ist unsere schöne Redux-Sendung mit mir, Jonas Zeller und der Tanja. Nachnamen brauchen wir nicht, sonst Facebook okay. Lädt mich alle noch. Ah, stimmt. Oh nein, ich habe meinen Namen auch gesagt. Jetzt stalken mich wieder alle auf Facebook. Mann. Ja, wir haben ein paar nette Gäste, und zwar, um genauer zu sagen, zwei nette Gäste. Mit wem wollen wir anfangen? Stellt euch mal vor, ja, es ist wildes Gegeste und ich wähle jetzt ein paar aus, und zwar... Dich? Also, erzähl mal, was machst du, wer bist du? Also ich bin der Raphael Willi, ich bin Filmemacher aus Zug und hauptsächlich mache ich Regie, aber auch Regieassistenz. Und Film, den wir heute so ein bisschen präsentieren, habe ich Regieassistenz gemacht. Cool. Was ist dein Lieblingsfilm? Vielleicht ganz? Einer, der sehr gut ist, ist der Prestige. Mhm. Also der Christopher Nolan Prestige. Ganz genau, Christopher Nolan ist generell recht guter Regisseur. Cool. ja, wirklich ein cooler Film. Person Nummer 2. Hallo. Hallo. mein Name ist ja? Franco Zilli. Ich bin auch Filmemacher aus Mellingen. Und ja, ich mache hauptsächlich Regie und Drehbuch. Und so ein bisschen alles, was nötig ist. Mhm. Sehr cool. Und dein Lieblingsfilm, hast du gerade einen parat? Aus der lockeren Hüfte geschossen? Wenn ich einen muss sagen, sage ich Pulp Fiction. Weil das ist so ein bisschen der Film, der mich zum Filmemachen gebracht hat. Mhm. Ich finde, Pulp Fiction ist auch so ein guter... Wenn dich jemand fragt, was ist dein Lieblingsfilm, dann sagt einfach Pulp Fiction. Man macht nicht falsch. aber Pulp Fiction ist auch wirklich ein sehr cooler Film. Ja, wir haben also zwei richtige Profis heute im Studio. Ich habe sogar gesehen, mit Bravour bestanden, beziehungsweise mit sehr, sehr viel Bravour bestanden, die Regisseurschule in Kanada war, oder? Ja, genau. Also es war einfach eine Filmschule, wo ein bisschen alle Bereiche vom Filmemachen abgedeckt haben. Also nicht nur Regie. Und ja, die habe ich bestanden. Bestanden mit... Ehrendiplom. Mit Ehrendiplom. Genau. Nicht so bescheiden. Kannst schon ruhig angehen. Gut, ja, ihr beide sind nicht nur da, weil ihr sehr, sehr gut ausgesehen, sondern auch, weil ihr eben einen bestimmten Job habt, und zwar so ein bisschen das Filmemachen und das, ein bisschen das Regisseur. Danke. Bitte. Regisseur sein als Beruf, Nebenjob habt. Wir werden so ein bisschen die verschiedenen Stufen von einem Film durchmachen. Gerade zu Anfangs an, ihr habt auch einen Film gemacht, den ihr am Schluss noch werdet vorstellen. Und wir werden jetzt gerade so ein bisschen unser Diagramm anhand dessen Film machen. Und zwar haben wir The Wellington gemacht. Einen Kurzfilm mit dem Beat Schlatter. Und wir werden jetzt so ein bisschen die verschiedenen Stufen von einer Filmproduktion anhand von diesem Film so ein bisschen abarbeiten. Sind ihr dabei? Ja. Mhm. Super Idee. Fix. Jetzt erstmal eben, ihr habt einen Kurzfilm gemacht, beziehungsweise sind ja noch dran, und wie hat das denn das so angefangen, wie sind ihr auf die Idee gekommen, einen Kurzfilm zu machen? Also gut, grundsätzlich Film zu machen, das ist schon, das mache ich schon mein halbes Leben lang, aber jetzt für den Film ist die Idee eigentlich entstanden, auch schon länger her. Zwei Kollegen und ich sind etwa mal auf London, so übers Wochenende oder so. Und dann haben wir immer in dem Hotel, wo eben The Wellington geheißen hat, haben wir übernachtet, und das ist so ein schäbiges, so, ich schätze jetzt mal 2-Sterne-Hotel gewesen. Und ja, das ist so ein bisschen unter uns so ein bisschen kult gewesen. Jedes Mal, eben, wenn wir auf London sind, sind wir dort dran. Und irgendwann hat sich dann so die Idee ergeben, dass wir darüber einen Kurzfilm machen können. Da ist das allererstes entsteht eigentlich das Drehbuch. Darf ich das so sagen? Beziehungsweise die Idee, Beziehungsweise die Idee zum Drehbuch. Und das Drehbuch hast du selber geschrieben, oder? Ja, das habe ich selber geschrieben. Das über mehrere Jahre, also 2007 habe ich mal angefangen. Dann bin ich natürlich nicht andauernd dran gewesen, aber ich habe immer mal wieder, habe ich wieder ein bisschen umgeschrieben. Und am Anfang war alles auf Englisch gewesen, weil das Hotel eben ist ja in England eigentlich. Und dann habe ich ursprünglich das Wellen auf Englisch machen mit
englischen Charakteren auch. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht umsetzbar ist. So. Und dann habe ich es wieder komplett müssen umschreiben, alles übersetzen auf Deutsch und auch Charaktere anpassen auf die Schweiz. Und das hat dann noch ein bisschen Zeit gebraucht. Ja, also immer mal wieder über mehrere Jahre. Ja. Ich selber. Ja, also ich weiß nicht, ich bin ja noch nicht so in dem Business drin, aber ich nehme auch nach dem Drehbuch geht es darum, dass man jemanden findet, der das Ganze verfilmt, oder? Ja. Und bei dir ist es ja einfach, du bist gerade Regisseur und dann, was sucht man sich als Regisseur, was sucht man sich als, oder für eine Person, für eine Organisation, die dann da mitmacht? Ja, bei mir ist es so gewesen, zuerst habe ich das alleine wollen auf die Beine stellen und habe auch angefangen und irgendwann ist es dann einfach ja, ist dann halt sehr viel geworden, oder, für eine Person alleine. Und dann habe ich Partner gesucht und in Tin Can habe ich einen perfekten Partner gefunden. Mhm. Und ja, dann haben wir das zusammen angefangen aufzubauen. So, zum Verständnis, Raffi, kannst du uns Tin Can vielleicht machen? Ja, genau. Also unsere Organisation heisst Tin Can Media. Wir sind eine Filmproduktionsfirma. Wir haben im 2010 angefangen als Verein sozusagen Kurzfilm und auch so ein bisschen angefangen, einen kleinen Auftragfilm zu machen. Und seit 2013 sind wir jetzt eine GmbH und wir produzieren jetzt eben Kurzfilm, aber auch schon Spielfilm haben wir gemacht und Auftragsfilm, so Imagefilm oder jetzt Eventaufnahmen oder wenn man einen Werbefilm machen will oder so. Und der Frank ist dann auf uns zugekommen und hat uns angefragt, hat uns sein Drehbuch geschickt. Gesagt, ja, eben, wir könnten das irgendwie zusammen produzieren, also Co-Produktion auch. Und wir haben dann das durchgelesen und wirklich voll überzogen vom Drehbuch und denken, das ist eine coole Sache und haben dann zugesagt, ja. Ja, auch wenn vielleicht euer Projekt jetzt wirklich ein Kurzfilm ist, läuft das eigentlich bei so Hollywood-Produktionen bzw. bei teureren Produktionen, ich will nicht sagen qualitativ bessere Produktionen, sondern einfach nur teurere Produktionen, läuft das ja eigentlich genau gleich ab. Man hat Ideen, man hat das Drehbuch, man geht mit dieser Idee, mit dem Drehbuch dann schlussendlich zu einem Producer, beziehungsweise der Producer tut dann die verschiedenen das Drehbuch einkaufen und beziehungsweise dann der Regisseur und sein ganzes Team zusammenstellen, das, was wir jetzt eigentlich bei euch so gehört haben. Genau, ja, so läuft's. Cool. So läuft's. Und als nächstes wäre ja dann eigentlich so die logische Abfolge, wenn man alles hat. Schauspieler haben wir die schon, sind wir die schon durchgegangen? Nein. Noch nicht ganz. Schauspieler finden und Drehort filmen finden. Ja, also in diesem speziellen Fall war es so, dass ich das Casting noch gemacht habe, als ich noch alleine war. Das habe ich das Casting ausgeschrieben auf verschiedenen Foren und Portalen. Das Projekt beschrieben und eben die Rolle beschrieben, die ich gesucht habe. Und dann haben sich ein Haufen Schauspieler gemeldet. Und dann hat man einen Tag gemacht, wo wir all die Schauspieler eingeladen haben, im Abstand von 10 Minuten. Und die sind dann gekommen und haben ihre Rolle vorgesprochen. Und schlussendlich habe ich mich dann müssen entscheiden. Und das ist auch mal gut gegangen. Also ist die Entscheidung nicht schwer gefallen? Ja, bei Teilen nicht. Bei anderen habe ich ein bisschen länger müssen überlegen. Aber schlussendlich, glaube ich, habe ich die richtige Wahl getroffen. Mhm. Hat man manchmal so im Nachhinein so ein bisschen, tut man dann ein bisschen zweifeln, so, ich hätte jetzt lieber den oder der sollen nehmen oder ich hätte jetzt lieber die und die Entscheidung sollen treffen in dem Casting-Fall? Nein, also in dem Fall jetzt gar nicht. Wir haben ja im Casting haben wir alle Schauspieler, die gekommen sind, haben wir gefilmt und dann habe ich nachher, nach dem Casting, all die nochmal einmal geschaut, oder, und so dann können entscheiden und von dem her, kann ich nicht sagen, ich habe mich ja nicht direkt am Casting entschieden, sondern haben wir Zeit genommen und das mehrmals geschaut, alle zusammen. Und von dem her habe ich mir können Zeit nehmen und dann war das keine überstürzte Entscheidung gewesen. Wie lange hat denn das so gebraucht an der Zeit? Also insgesamt Casting und dann eben die Selektion von den verschiedenen Schauspielern in deinem Fall? Also vom Casting, bis ich mich dann entschieden habe, sind es etwa 2 Wochen gewesen. Haben wir den Schauspieler schon gesagt, es wird etwa 2 Wochen gehen, bis die Antwort bekommen. Und das haben wir uns dann auch gehalten. Mhm. Ja, eigentlich auch ganz klassisch wie in unserem grossen Bruder Hollywood-Blockbuster
Casting, Casting, Casting und am Schluss Entscheidung beziehungsweise dann auch ja, falsche Entscheidungen. Beziehungsweise bei euch eben nicht, weil ihr die richtige Entscheidung getroffen habt. Ich habe gesehen beziehungsweise auch gelesen, dass ihr ja, eigentlich so ein bisschen Superstar in unserer... Von der Schweiz. Von der Schweiz am Start habt. Und zwar der Herr Schlatter, der Beat Schlatter, bekannte Comedian. Wie habt ihr denn den in euer Boot eingeholt? Ja, das ist eigentlich auch ganz einfach und unkompliziert gewesen. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben. Seine E-Mail-Adresse findet man auf dem Internet, auf seiner Homepage. Und habe ihm eine E-Mail geschrieben mit dem Drehbuch. Und er hat positiv geantwortet. Also wirklich ganz unkompliziert. Manchmal ist es so einfach. Ja, ja, wirklich cool, dass er ihn dabei hat. Als nächstes, also wenn man hat seine ganze Crew zusammen, man hat Drehort ausgesucht, haben die noch eine spezielle Story zu Drehort, Drehort, Ort suchen? Örter. Ja, das ist etwas vom mühsamsten gewesen, weil wir haben ganz am Anfang, als ich mich entschieden habe, das Projekt jetzt zu machen, haben wir eine Location angeschaut. Das war ein leerstehendes Thermalbad gewesen. Und das wäre eigentlich perfekt gewesen, weil das hat ein Restaurant gehabt, es hat eine Rezeption gehabt, es hat eigentlich alle Sachen, die man in einem Hotel auch hat gehabt. Und es ist leer gestanden, wir hätten dort können, schalten und walten, wie wir wollen. Und dann sind wir das anschauen mit dem Verantwortlichen und der hat uns zugesagt und dann ist das soweit eigentlich gut gewesen. Wir haben gedacht, wir haben die Location und dann ein paar Monate später, wo es dann konkreter geworden ist, wo wir dann nochmal hätten wollen vorbeigehen mit dem Kameramann auch, das Ganze anschauen und richtig planen, hat es dann plötzlich geheißen, dass der, wo uns das damals mal gezeigt hat, nicht mehr bei der Firma, wo das Thermalbad gehört, schafft. Und dass jetzt das nicht geht und dass sie uns das nicht können zur Verfügung stellen. Und dann sind wir natürlich, haben wir relativ Stress gehabt, haben dann die Dreharbeiten auch müssen nach hinten verschieben wegen dem, weil wir neue Locations haben müssen suchen. Aber ich muss sagen, wir haben dann auch wirklich super Locations gefunden. Wir haben in zwei verschiedenen Hotels gedreht, weil in einem nicht alles möglich war. Und das ist sehr gut schlussendlich rausgekommen. Und, schlussendlich wahrscheinlich auch einfacher gewesen, so wie wir es jetzt gemacht haben, weil an der anderen Location hätte es keinen Strom gehabt, man hätte den Strom wieder einschalten und man hätte wirklich alles komplett müssen einrichten, auch vom Production Design her, wäre es viel aufwendiger gewesen und wahrscheinlich auch teurer. Und so haben wir jetzt zwar Hotels gehabt, die offen waren, die Gäste gewesen sind, was zum Teil ein bisschen komplizierter gemacht hat. Auf der anderen Seite haben wir alles zur Verfügung gehabt und von dem her, glaube ich, war auch das die richtige Entscheidung gewesen, schlussendlich. Mhm. Kann einem so etwas zurückwerfen, also beziehungsweise kann einem so etwas das Projekt killen, dass zum Beispiel Drehörter irgendwie ausfallen oder? Ja, also ich hoffe nicht, dass das ein Projekt kann killen, weil wenn so etwas passiert, und in dem Fall ist es ja auch passiert, dann je nachdem eben, muss man halt vielleicht etwas verschieben oder so, den Plan ein bisschen ändern, aber wenn man das Projekt wirklich will, durchziehen will, dann findet man da Lösungen und lässt sich von dem nicht entmutigen. Ja, wenn wir bei dem Fall bei der Drehortsuche durch sind, kommt es nachher zu den effektiven Drehtagen. Dann also eigentlich das, was man sich immer unter dem Filmemacher vorstellt, genau. Mit der Kamera rumstehen und abfilmen. Raphael, was ist denn beim der eigentlichen Dreharbeit also dein Part gewesen, beziehungsweise was sind deine Aufgaben während dem Filmen gewesen? Also, wie gesagt, habe ich Regieassistenz gemacht. Und als Regieassistent hatte ich die Aufgabe gehabt, eigentlich für den ganzen Zeitplan bin ich verantwortlich gewesen. Also schauen, welche Einstellungen dass wir nacheinander machen, was für Shots das kommen, wer wann muss parat sein, wie lange wir haben, wenn wir Verzögerung sind, was eigentlich fast immer der Fall war. Dann habe immer gesagt, Franco, jetzt schnell auf genau, ich habe ein bisschen rumgeschrauen auf dem Set. Genau, es war etwa so gewesen, wirklich. Und, so Klaus Kinski-mäßig oder? Ja, noch nicht gerade so, aber die Richtung, nein. Und ja, einfach eben verantwortlich für das, dass es einfach auf dem Set läuft, dass wir alle Shots vom Tag können machen mit ohne zu viel Verzug, ja. Und hat es geklappt? Ja, wir haben die 5 Drehtage super durchgebracht. Also die 5 Drehtage gibt etwa wie viele Minuten Film? Franco? Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Minuten das wir hatten.
Aber schlussendlich, also der Film, schlussendlich der Fertigfilm wird zwischen 15 und 20 Minuten. Aber das Rohmaterial, das wir gefilmt haben, ist natürlich viel mehr, ja, aber ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel. Nein, es ist mehr so, um ein bisschen den Ding zu sehen. Ich meine, es sind 20 Minuten in 5 Tagen und wenn man sich dann vorstellt, wie lange das geht für einen, wie lange geht das in der Raid? 150 Minuten, wie lange das denn da geht? Also, die Relationen sind schon noch krass. Auch wenn man jetzt gesagt hat, 5 Tage drehen, Post-Production ist viel, viel länger, Pre-Production ist viel länger gegangen und nach dem Drehen kommt ja dann Post-Production, wo nochmal relativ lang geht, weil ja die meisten selten dran denken. Mhm. Als vielleicht aktuelles Beispiel, Dallas Buyers Club, der jetzt auch den Oscar gewonnen hat mit Matthew McConaughey, hat 17 Drehtage gebraucht. Und die haben einen 100 Minuten Film gemacht, was so mehr oder weniger Rekord ist. Also der Party 1 ist in, glaube ich, 4,5 Wochen abgedreht worden, was auch ziemlich ein Rekord ist. Und die haben mega Probleme noch am Set gehabt mit Wetter etc. Sprich, dass man so ein bisschen die Relationen im Kopf hat. Genau. Als nächstes, wenn man dann alles abgedreht hat, kommt die sogenannte Post-Production. Also das, was dann so ein bisschen, ja, was eigentlich dann der Film essentiell dann zu dem macht, was wir im Kino sehen. Dort werden dann auch Sounds eingefügt, dann werden visuelle Effekte eingefügt, Explosionen werden eingehauen und Musik wird natürlich produziert, CGI kommt dann auch wirklich in den Film ein, das lässt sich ja vorher nicht machen und ganz wichtig, der Schnitt vom Film wird ja auch dann gemacht. Und ja, gerade so ganz... wie startet es denn mit eurer Post-Production? Das ist jetzt eine fiese Frage. Sehr fiese Frage. Ja, also super. Nein. Also wir haben den Rohschnitt, haben wir. Das ist so der erste Schritt, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Wird mal ein Rohschnitt zusammengestellt, oder? Alles wird durchgeschaut und die Szenen werden mal provisorisch zusammengestellt, dass es irgendwie Sinn macht. Aber natürlich noch ohne Musik, ohne Effekt, ohne Farbkorrektur, ohne Soundabmischung. Also wirklich ganz roh, einfach nur mal Bilder aneinander angereiht. Und ja, da stehen wir jetzt eigentlich noch. Und, das ist ja auch so ein, ein halber Grund, wieso ihr überhaupt da sind, weil ihr ein bisschen Werbung wollt für euren Film machen. Der wird nämlich nicht mehr, ja, ein bisschen produziert. Und zwar läuft gerade das Crowdfunding Projekt für den Film «To Wellington». Auf welcher Seite? Nur, ich bringe sie immer durcheinander. Wehmakkeit. Ich hatte die vorher aber auch nicht gekannt, das klingt jetzt so. Wie hast du geschrieben? Wehmakkeit. Soll ich es buchstabieren? Nein, also wie man sagt, schreibt man es. Genau. «To Wellington» heisst es. Und zur allgemeinen... Also auf Englisch würde man sonst sagen «We make it», aber man kann auch sagen «Wehmakkeit». Oh Gott, ist dir das nicht aufgefallen? Ah, warte, muss ich mal jetzt gerade mal aufschreiben und lesen. We make it. Mhm. Das muss man wirklich dazu sagen. Das meiste, beziehungsweise das meiste Geld geht wirklich in dieser Post-Production drauf. Auch bei Hollywood-Filmen, bei grossen Blockbustern und bei sehr, sehr vielen anderen Filmen. Die sogenannte Post-Production ist so ein bisschen das, was fast so am längsten vom ganzen Film braucht. Das Drehen geht verhältnismäßig schnell. Gut, Ideen finde ich, kann man jetzt nicht so genau bemessen in Zeit, aber die ganze Post-Production ist schon sehr, sehr ein grosser Teil vom Film. Ich glaube, jeder, der mal das Making-of gesehen hat, weiß, wie schnöge und trög das aussieht und wie cool es nachher aussieht im fertigen Film. Ich glaube, da muss man einfach mal in das Making-of einschauen und das selber erkennen. Also ihr steht noch bei der Post-Production. Das Making-of haben wir auch selber. Haben wir auch noch auf YouTube, falls wir das noch schauen wollen. Genau, ich habe es geschaut, das Making-of, und Beat Schlatter hat einen verdammt coolen Bart. Gell? Wollt ihr noch etwas sagen zum Bart von Beat Schlatter, oder? Er hat mich gefragt, ob er ihn soll rasieren oder ob er ihn soll lassen, und ich habe gesagt, er soll ihn lassen. Weise Entscheidung. Ja. Der Wellington findet man es auf YouTube oder muss man etwas dazu sagen? Also am einfachsten ist wahrscheinlich, wenn ihr auf thewellington.ch geht und dort ist alles Wissenswerte drauf. So, genug Werbung. doch ein kleines Werbungsding haben wir noch. Und zwar, wir haben Drehbuch, wir haben
Post-Production, Dreharbeiten und alles zusammen jetzt zu einem fertigen Film verarbeitet. Und dann ist noch der Inhalt wichtig. Erzählt doch noch in einem Satz oder in zwei, drei Sätzen, was ist die Handlung von Wellington? Der Raphael schüttelt den Kopf, er weiß sie nicht auswendig. Er zeigt ganz martialisch auf den Franco und er hat jetzt das Mikrofon. Also ganz kurz geht es darum, dass der Uli, das ist die Rolle von Beat Schlatter, ist der Hotelbesitzer von dem Hotel Wellington. Und das ist schon seit mehreren Jahren, läuft das nicht mehr so, wie es mal gelaufen ist. Und dann eines Tages kommt das junges Hollywood-Starlet, das gerade einen Skandal hinter sich hat und wegen dem in den Medien ist, kommt in das Hotel für ein paar Tage, weil sie in der Nähe einen Film dreht. Und dann geht alles drunter und drüber. Und ja, mehr wird jetzt nicht verraten. Genau. Cool, also ich freue mich gerade auch. Ja? Hast du noch etwas zu sagen, Tanja? Ich freue mich auch. Ich war 5-6 Tage dort auf dem Set und es war der Hammer. Und ich bin sehr gespannt, bis endlich im Herbst mal das fertige Produkt rauskommt. Okay, cool. Und ich hoffe, wir finden noch ganz viele Leute im Fall jetzt, die das unterstützen. Ja, das hoffen wir alle. Haben die noch etwas wollen sagen, oder? Nicht? Danke, dass wir da sind. Gerne. Ja, wir haben noch 2-3 Minuten und zwar habe ich noch eine kurze Frage an euch. Angenommen, ihr dürft eine Fortsetzung zu einem bekannten Film machen. Also zum Beispiel Star Wars 7 ist jetzt vielleicht vergeben. Herr der Ringe 4 wird schwierig. Aber zum Beispiel The Prestige 2 wäre möglich. Welchen Film, welches Sequel würdet ihr machen? Jetzt gerade so spontan. Titanic. Titanic 2? Nein, das ist natürlich ein Witz. Ganz Tag so. Raphael, hast du noch ein Sequel? Vielleicht irgendein James Bond wäre noch geil. Also ja, weiß nicht. Mhm. Ich würde nochmal einen Harry Potter machen, natürlich. Oder einen Tanzfilm. Da mangelt es nicht an Ideen. Dirty Dancing 52. Naja, es wäre ja nur der Dirty Dancing 3. 3 oder 4? 3. 3 nur? 3, ja. Ich finde aber, der erste ist so ein bisschen classy, der ist schwierig zu überbieten. Mhm. Hm. Ich würde The Raid 2 ist leider vergeben, der wird zum Glück schon gemacht. Ich würde Dread 2 machen. Dread? Genau. Judge Dread. Was mit Karl Urban. Der Raphael schüttelt den Kopf, er weiß, um was es geht. Er schüttelt. Andere Frage, welches Projekt würdet ihr machen, wenn ihr einfach so 250 Millionen Dollar in die Hand gedrückt bekommt? Steven Spielberg und Michael Bay kommen gleichzeitig zu euch um die Ecke und sagen, ey Leute, macht das, auf was ihr Bock habt. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Ihr könnt einfach sagen, was ihr wollt und das wird für euch gemacht. Beziehungsweise ihr macht es. Was würdet ihr machen? Mit unendlich Budget. Also mein grosser Traum, der natürlich nie wieder in Erfüllung geht, aber das, wenn jetzt eben das der Fall wäre, dann würde ich eine Superman-Trilogie machen. Man of Steel, hast du cool gefunden? Ja, viel besser als der andere Superman Returns. Also, guter Neustart, aber ich würde eine Trilogie um seinen Tod herum machen. In den Comics ist er ja mal gestorben, genau. Und das. Das ist so immer mein grösster Traum gewesen. Wer weiß? Der Raphael schüttelt schon wieder den Kopf. Komm jetzt, Raphael, irgendwas musst du. Ja, keine Ahnung. Nein, ich müsste einfach zuerst noch so eine richtig geile Idee haben, die du halt gross kannst auch produzieren. Jetzt grad, kann ich nicht gerade sagen, leider. Mhm. Hast du eine, Tanja? Ich, wenn ich so viel Kohle hätte. Also, du hast nur für den Film. Aha. Darf dich nicht damit nach Hawaii absetzen. Darf ich nicht shoppen mit denen. Kann ich will was machen mit richtig geilen Stunts. Und dann würde ich natürlich gerade selber mitmachen, um ein bisschen rumfliegen und so. Da kommt man gerade so spontan in Sinn, was ich machen will. Und sonst... da kommt man auch gerade nicht in Sinn. Was würdest denn du machen, Jonas? Jetzt. Nein, ich würde sowas wie The Raid machen. Ich rede nur von The Raid. Ja. Ich würde sowas wie The Raid machen. Mit mega vielen One-Shots. Also so richtig so ein 10-Minuten-Shot nach dem anderen. Es wird die Hölle wahrscheinlich nachher zum Drehen. Sei es drum. Welche Schauspieler würdet denn ihr gerne mal in eurem Set haben? Also so gerade, ja, einfach so als Mitarbeiter. Also ich hätte gern, wenn ich
Ich hätte, glaube ich, gerne Joseph Gordon-Levitt. Ich glaube, das ist so ein guter Kumpel. Den kann man gut auf dem Set haben. Der macht so eine Action-Nebenrolle für mich. Und hängt aber so in der Freizeit mit mir ab. Welche würdet ihr denn? John Travolta nicht, oder? Ja, wieso nicht? Wenn nein, aber ja, weiß auch nicht. Christian Bale oder so. Hättet ihr sicher sagen? Hugh Jackman ist noch frei. Nimmst du den? Ja, dann nehme ich Hugh Jackman, nehme ich den. Ich habe mir auch überlegt, einen von diesen zwei. Also ich nehme den Leonardo DiCaprio, weil ich den cool finde. Und wie heisst die andere da? Die Blonde. Scarlett Johansson, weil die finde ich cool. Und die sind zusammen sicher sehr cool. Und die hängen sicher auch mit mir ab. Nicht nur mit der Chance of Gordon. Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir ja schon am Ende von unserer schönen Sendung. Wir müssen ein bisschen früher aufhören, weil es nachher noch ein cooles, grosses Live-Event gibt. Also ist Salzhaus, sagt Tanja. Genau. Sommerball Live. In Salzhaus. Flüsterchen. Und es ist mega cool dort für alle, die noch Fußball schauen am 9. Oh, stimmt. Wer gönnt? Ganz noch schnell. Wir haben noch 10 Sekunden. Was ist das Resultat? Schweiz. Ich würde sagen, wie Honduras. Ich würde sagen, wie Knebe. Wird Knebe. 1-0 für die Schweiz, sage ich. Ich sage 1-0 für Honduras. Oh. Hallo! Ich hab deinen Pass abgegeben. 2-1 für die Schweiz. 2-1. Ja, ich sage, glaube ich, auch 1-0. Okay. Für die Schweiz? Ja. Du bist im Guten. Ciao zusammen. Cool, dass ihr da sind, Raphael und Franco. Hat Spass gemacht. Und viel Erfolg. In 2 Wochen genau. Zu der nächsten Redux-Sendung. Ciao zusammen. Schönen, ciao zusammen. Ciao zusammen.